Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Coffee Talk. Im letzten Part haben wir ja, ich weiß auch gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Naja, ich glaube, es war das mit Rachels Vater. Oder... ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Oder war es das mit Bayless? Nachdem wir hier jetzt den neuen Antrag haben. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Naja. So. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt nochmal Gal mit einem neuen Versuch. Und ich glaube es. Ich habe mir jetzt das Rezept im Internet ausgesucht. Ich glaube, es war irgendwas mit Tee, Ingwer und Milch. Beziehungsweise er hat es uns ja auch nochmal erwähnt, dass wir Tee, Ingwer und Milch nehmen müssen. Galherrsch. Okay, so wie mit dem mal. Ersuch mal das Getränk. Dank dir. Genau das, was ich brauchte. Und für dich, Heide, möchtest du auch noch etwas bestellen? Für mich nichts. Übrigens, das konnte ich nicht überhören. Es scheint so, als wärt ihr schon sehr lange befreundet. Das sind wir, glaub mir. Er war mal mein Bodyguard. Hm? Habt ihr euch nicht damals hier kennengelernt? Ja, das Café war noch eine Bar. War da noch eine Bar? Was dann passiert? Er hat von ein paar Zwergen kräftig Tritt in den Arsch bekommen. Diese beiden zwei Bastarden. Das war nicht schön anzusehen, also bin ich eingeschritten. Sind Vampire nicht, naja... tough. Ich kann kein Kung Fu, nur weil ich ein Vampir bin. Und ich war auch etwas betrunken. Nüchtern hätte ich beide platt machen können. Etwas? Wirklich? Du warst total voll, Heide. Du hast ihnen erzählt, ich wäre dein Bodyguard. Moment, du warst doch nicht sein Bodyguard? Damals noch nicht, da kannten wir uns nicht. Aber wegen dieser Schlägerei würden wir beide aus der Bar geworfen. Außerdem weicht dieser betrunkene Vampir nicht mehr von meiner Seite. Wie, naja, mein Schatten. Er war natürlich auch zu betrunken, um Ort zu fahren. Also habe ich ein Taxi gerufen. Er war so betrunken, dass er sich nicht an seine Adresse erinnern konnte. Und so musste ich bis zum Morgen auf ihn aufpassen. Danke, Gal, dass du mich einfach so nicht einfach so auf der Straße liegen lassen hast. Die Zwerge hätten mich killen können. Was waren das für Zwerge? Ich darf das nicht leugnen oder bestätigen. Aber diese Zwerge hatten eventuell was mit der Mafia zu tun. Und eventuell habe ich ihr Geld an der Börse verspielt. Viel Geld. Wow. Die wollten, dass ich für sie Geldwäsche betreibe. Und das wollte ich nicht machen und es stattdessen sinnvoll nutzen. Naja, ich habe die Diskussion im Vorhinein bekommen, bevor sie in der Schlägerei ausartete.
Ich wusste, dass er da unschuldig war, also bin ich ihm zu Hilfe gekommen. Er war zwar ein nervender Arsch sein, aber kein Betrüger. Es war ein Zufall, dass mir das Universum genau dann einen Schutzengel gab. Und deshalb habe ich ihm am nächsten Morgen einen Job als Bodyguard angeboten. Das war das Mindeste nach dieser Nacht. Hey, ich habe dir das Frühstück bezahlt. Sag nicht, dass nichts zählt. Das war nicht gerade mein stolzester Moment. Ich war total pleite und konnte mein Frühstück nicht ausschlagen. Es war in den 60ern. Da haben Leute wie ich nicht einfach Arbeit bekommen. Werwölfe? Kriegsveteran. Ah, verstehe. Und wie bist du dann von der Arbeit als Bodyguard zum Krankenhaus gekommen, Gal? Während er für mich arbeitete, bemerkte ich... Heide. Kann mir das ja sprengen? Sorry, die Details gehen niemandem etwas an. Kein Problem. Entschuldige, dass ich gefragt habe. Du kannst von mir aus die Kurzversion erzählen. Kurz gesagt, hat Sammy mir mit einer Sache geholfen. Ich kann dir von mir aus die Kurzversion erzählen. Eine Sache aus meiner Vergangenheit. Und durch diese Hilfe habe ich einen neuen Sinn im Leben erkannt. Andere Leute im Leben zu helfen. Natürlich war es nicht einfach für einen Kriegsveteran und Werwolf als Krankenpfleger oder Arzt anzufangen. Deshalb habe ich an der Krankenverwaltung angefangen. Krankenhausverwaltung. Also könnte man sagen, dass ich diesem Typ mein Leben verdanke. Dadurch, dass er so hartnäckig war. Danke, dass ihr mir das erzählt habt. So eine Geschichte hätte ich von euch beiden nicht erwartet. Verständlich. Aber sorry. Jetzt würde ich gerne etwas bestellen. Was darf es denn sein? Kannst du irgendein Getränk mit Tee machen, was gleichzeitig warm und kalt ist? Okay, ein Getränk, das gleichzeitig warm und kalt ist. Zuerst mal Tee. Milch ist kalt. Zitrone ist auch kalt. Gleichzeitig war man kalt. Also höchstwahrscheinlich die Zitrone. Milch-Zitronentee. Ich hoffe, das ist richtig. Da wir hier auf Gleichstand bei warm und kalt sind. Beziehungsweise auf einer Linie. Und wir können natürlich wieder eine Latte Art machen. So, mal schauen. Habe ich ja schon etwas länger nicht mehr gemacht. Beziehungsweise mussten wir auch letztes länger nicht mehr machen. Ich versuche es trotzdem wieder mal. Letztendlich weiß das nicht so toll wird. Naja. Muss ich auch dazu sagen, dass ich sowas nicht privat mache. Egal. Wird schon irgendwas werden. Vielleicht sollte ich einfach etwas mehr mit den Punkten spielen. Ich weiß nicht. Ich meine, es kann nur schlimmer werden. Wie weit ich es jetzt verändere. Naja. Servieren wir das mal. Hier ist deine Bestellung. Genau wie ich es mir vorgestellt habe. Übrigens fehlt doch jemand heute in diesem Café. Naja, ich habe
sie den ganzen Tag noch nicht gesehen. Ah, wenn man von Teufel spricht. Hallo, liebe Leute. Und Vampir. Auch schön, dich zu sehen. Feier. Wir haben gerade über dich gesprochen. Wirklich? Was dann? Das dir gefehlt, das hat mich überrascht. Wie kommst du damit Frauen rum, die deine Enkeltöchter sein könnten? Das wird bei mir nicht funktionieren. Ich will doch nicht die flirten. Ich habe höhere Ansprüche, weißt du? Du siehst heute so müde aus, Freya. Anstrengende Zeit auf Arbeit. So offensichtlich. Nennen wir es Werwolf-Instinkt. Natürlich. Ich habe Solna einen Entwurf gezeigt. Ein wirklich hilfreiches Feedback bekommen. Gut, ja. Schön, dass ich helfen konnte. Also, ich habe den ganzen Tag damit verbracht, Dinge umzuschreiben. Und noch die Sachen für die Zeitung zu erledigen. Alles in allem aber ein produktiver Tag. Schön zu hören. Gönn dir aber auch mal eine Pause. Das vergessen viele, wenn sie einmal im Flow sind. Werde ich tun. Wo wir gerade von Krankenhäusern sprechen. Was macht denn Krankenhausverwaltungsleben? Ist das überhaupt ein Wort? Ich bin mir nicht sicher, was du in deinem Job überhaupt machst. Er ist eigentlich nichts Besonderes. Die meiste Zeit halte ich den Betrieb im Krankenhaus am Laufen. Schau, wie viele Fachleute kosten und wie das Kosten unserer Umsatz beeinflussen. Ich arbeite aber auch viel mit den Erkrankten und ihren Familien zusammen. Wenn sie so etwas wie Operation benötigen, dann liste ich auf, was wir machen werden und wie viel das kosten wird. Also wie ein Unternehmer für das Leben der Menschen. Sozusagen. Verdammt, das hört sich komplizierter und schwer an. Deshalb ist es der perfekte Job für mich. Für viele Leute wäre das zu emotional anstrengend. Während andere, wie mein herzloser Freund hier, nur die geschäftliche Seite sehen würden. Gutes Argument. Warum wird nicht mehr über deine Art von Job geredet? Ich glaube, viele Leute wissen einfach nicht, dass es sonst gibt. Aber das ist doch so ein spannender Job und trotzdem redet keiner darüber. Vielleicht sind viele in der Verwaltung so wie ich. Wir reden wenig über unsere Arbeit außerhalb des Krankenhauses. Warum? Ich selbst habe nie einen Anlass dazu. Das sind ja sehr persönliche Geschichten, die ich bearbeite. Zu professionell und real. Das ist eine tolle Denkweise. Denkst du das nicht auch, Freya? Hey! Ich würde etwas weniger Loyalität auch stehen. Heide. Du machst den Job schon eine ganze Weile, oder? Seit fast 50 Jahren. Wow, das wusste ich nicht. Warte. Seit 50 Jahren in der gleichen Position? Wow. Verhandle doch eine Beförderung. Man hat mir schon öfter eine neue Position angeboten. Meistens etwas im Management. Nimm sie an. Bin ich interessiert. Warum? Das ist keine Arbeit, die ich machen will. Und wie ich dir schon vorher gesagt habe,
Ich mache meinen Job gern. Ja, du würdest doch bestimmt einen besseren Lohn bekommen, wenn du die Beförderung annehmen würdest. Natürlich. Aber mir reicht das, was ich bekomme. Selbst in meiner jetzigen Position bekomme ich mal Gehaltserhöhungen. Das verstehe jemand. So ist Gall nun mal. Naja, meine Schicht beginnt bald. Es war nett, mit euch zu quatschen. Bleibst du noch heile? Ja, ich mag die Stimmung hier gerade. Wir sehen uns dann in ein paar Wochen wieder. Yep. Gute Reise. Wir sehen uns, Saul. Wir sehen uns auch, so Freya. Ciao. Pass auf dich auf. Weißt du, es ist wirklich schwer zu glauben, dass jemand wie Gall dein bester Freund ist. Darüber haben wir gerade gesprochen, bevor du reingekommen bist. Oh, wirklich? Verdammt, ich habe eine gute Geschichte verpasst. Also, wie habt ihr beide euch kennengelernt? Muss ich die Story wirklich wiederholen? Ja, komm schon. Du hast doch gerade eh nichts vor, oder? Okay. Damals, als dieses Café noch eine Bar war. Wow. Ich hatte nicht gedacht, dass Gall beim Militär war. Okay, er ist so stark gebaut, dass er an vorderster Front stehen könnte. Aber dennoch, wie kam es dazu, dass er, naja, von so einem körperlichen, anspruchsvollen Job in den Medizin wechselte? Naja, darüber spricht er nicht gern mit Leuten. Aber du weißt doch, oder? Du denkst, dass ich die Story erzählen würde? Natürlich. Er will nicht darüber sprechen. Braucht er nicht. Aber du? Ernsthaft, Treue? Komm schon. Oh, ist halt zu verraten. Aber in einen Krieg eingezogen zu werden, verändert etwas an dir. Oh. Verstehst du jetzt, warum Gall nicht darüber sprechen möchte? Noch nicht ganz, aber ich kann mir vorstellen, dass es damals sehr schwer war. Seine Stärke war das Einzige, was ihm Selbstbewusstsein gab. Also hat er nur Muskelarbeit gemacht. Die ihm nicht half, über sein Trauma hinwegzukommen? Natürlich nicht. Aber das war das, was er gut konnte. Dachte er zumindest. Und du hast meinen Weg seiner Stärke angehaut. Hey, du wusstest damals nichts von ihm. Und er war ein guter Bodyguard. Wir waren noch nicht so gute Freunde. Also war das nichts Persönliches. Ich brauchte nur seine Kraft. Aber je mehr wir uns kennenlernten, desto interessanter war ich an ihm interessierter. Er ist eine coole Person. Fertig. Und nach ein paar Monaten bemerkte ich sein Problem. Ich schlug ihm vor, mit jemandem zu reden, sich Hilfe zu suchen. Wollte er nicht. Das überrascht mich. Aber ich drängte ihn dazu. Wie? Eine lange Geschichte. Aber er hat sich endlich professionelle Hilfe gesucht. Natürlich sagt er mir nicht, was während der Therapien passiert. Aber er fand einen neuen Sinn in seinem Leben. Hört auf, für mich zu arbeiten, und fand kurz danach seinen Job im Krankenhaus. Und arbeitete seit. Guten Abend. Oh, wow. Guten Abend. Schön, euch wiederzusehen. Wir sind auch froh, euch zu sehen, Barista.
Ach, übrigens, ihr habt mir beim letzten Mal euren Namen nicht verraten. Wie ist euer Name? Name? Wir haben einen Namen. Auf der Erde nennen wir uns Nile. Nile. Ja, Nile. Ist das euer richtiger Name? Natürlich nicht. Aber auf dem Weg, auf den wir kommunizieren, brauchen wir so eine triviale Sache wie einen Personennamen nicht, um miteinander zu interagieren. Aber auf der Erde lernten wir, dass der Name Nile sehr viel Assoziation mit den Bestäben der Erdlinge hat, das Sonnensystem zu erschließen. Ja, das verstehe ich. Ich glaube, wir haben uns beim letzten Mal Besuch nicht kennengelernt. Ich habe euch vor ein paar Tagen das Café verlassen sehen. Naja, mein Name ist Freya. Ich gehöre hier quasi zum Inventar. Und daher... Heide. Seid ihr oft hier? Bei jemandem, der gar nicht in Seattle wohnt, schon. Oh, ihr seid nicht von hier? Wir ebenfalls. Woher kommt ihr? Von weit her. Meint ihr mit weit her ein paar tausend Kilometer oder so? Mehr. Mehr. Weitaus mehr als euer sonderbares System, das Längenmaßeinheit es abbilden kann. Das hört sich weit an. Was macht ihr hier in Seattle? Sagt ihr immer die Sache? Oh, das hier. Wir haben uns für diese Art Erscheinungsbild entschieden, nachdem wir ein Bild bei unserer Ankunft entdeckt haben. Bild? Ah, das Cover von den Jeremy Chenru Alben. Deshalb kam es irgendwie bekannt vor. Und was wir hier machen, dieser Ort ist perfekt, um uns Kommunikationsfähigkeit mit den Erdlingen zu verbessern. Aber vorher würden wir gerne etwas bestellen. Was wollt ihr heute trinken? Ach, das Übliche, so bestellt man doch, oder? Ja. Also, egal was. Ja, wir werden eh keinen Unterschied schmecken können. Ihr könnt wirklich nicht schmecken? Ja. Und wenn ich etwas zaubern könnte, das ihr doch schmeckt? Interessante Prämisse. Aber das bezweifeln wir. Mein Challenge ist accepted. Bitte überrascht uns. Okay. Allerdings, bevor wir hier jetzt weitermachen, glaube ich, werde ich den Part an dieser Stelle auch schon beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst eine Überraschung, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr nichts wissen wollt, könnt ihr euch gerne noch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Coffee Talk wieder. Ciao.